dann stehen wir für Fragen bereit. Oder wie diese kurze Pressekonferenz. Ja, mir geht's gut, ich bin glücklich. Falls Sie Sorge haben sollten, freue mich natürlich über die Wahl. Allerdings ist es so, dass der Bundesvorstand bislang nur ein Fragment darstellt. Ich bin derjenige, der die Position des ersten Vorsitzenden einnehmen wird. Ich glaube, Stefan hat ein paar Fragen. Ja, dann übernehme ich direkt die Moderation. Die erste Frage oben bitte. Zuletzt gab es die Debatte, ob die Piratenpartei koalitionsfähig sein soll in Zukunft oder nicht. Und wir halten uns mit dem Problem angesichts der Tatsache, dass die Piratenpartei immer stärker wird in den Parlamenten und eine relevante Größe sein. Also für alle, die Frage ging in die Richtung, wie man die Piratenpartei koalitionsverhandlungen. Ich glaube, wir müssen erstmal Step by Step machen. Wir haben jetzt erst einmal in 8 Tagen hier eine wichtige Wahl. Da müssen wir aber schauen, was wir gerade in den Landtag einziehen. Danach kommt die Wahl in Nordrhein-Westfalen, eine Woche später. Da müssen wir auch einziehen. Da müssen wir uns engagieren, auch bei anderen Wahlen in die Parlamente einzuziehen. Und dann wird man gehen. Letztlich wird immer die in ihr Teilgliederung darüber entscheiden, in dem Gebietskörperschaft auch die Wahl stattfindet. Insofern stellt sich im Augenblick nicht diese Frage. Ja, vielen Dank. Und zunächst mal ein bisschen. Ich glaube, dass man als Politiker, und ich bin zwar ein ehrenamtlicher Politiker, ich bin ein sogenannter Feierabend, aber ich glaube, es ist nicht richtig, meinungslos zu sein. Es gibt überparteiliche, überpolitische Metathemen, die man auch kommentieren muss. Meinungslosigkeit in der Position, in der wir uns befinden, ist eher fördert der Politikverdrossenheit. Wir müssen ja werben um Politik und politische Partizipation. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht richtig. Da können Sie sich an den Presseinfostab des Verteidigungsministeriums wenden. Vielleicht kriegen Sie nach. So, dann machen wir mal weiter. Ich hoffe, die Situation ist ein bisschen angenehmer. Ja, dort hinten war das eine Frage. Nein, das offenbar nicht. Dort ist bitte hier, junge Dame. Die Frage war, ob eine Kandidatur von einem Kandidaten annulliert worden ist und der Bundesvorstand dieses getan hätte oder einen Schluss beschlossen hätte. Ich war an diesem Beschluss nicht beteiligt, deswegen gehe ich davon aus, dass es keinen solchen Beschluss gegeben hat. Vielen Dank für die Frage. Weitere Fragen? Die Frage war, ob ich in Schleswig-Holstein bin. Also ich habe ja nächste Woche Urlaub und ich muss meinen Hund betreuen. Es kann durchaus sein, dass ich hier in Schleswig-Holstein mit einem Hund spazieren gehe. Ja, die Freundin nochmal. Es gab ja heute einige deutliche Signale. Ich glaube, dass die Namen der rechtsextremen Bereiche die Privatpartei tatsächlich in den Griff bekommen können. Also die Frage war, ob wir die von Ihnen angesprochenen Probleme radikaler Art durch Bekenntnisse in den Griff bekommen werden. Ich glaube, wir müssen, und das ist ja heute auch durchgekommen, viel stärker mit den Teilgliederungen ins Gespräch kommen. Was ich mir vorstellen könnte und was ich auch empfehlen würde für die Gesamtpartei, dass wir so eine Art gesprächsbasiertes Monitoring machen, dass wir verpflichtende Gespräche führen, die auch diese Problemfelder aktiv thematisieren. Ich glaube, dass wir diese Probleme, die Sie geschildert haben, nur in den Griff bekommen, wenn man im Gespräch und aktiv allen Aktivitäten begegnet. Und das geht letztlich über Gespräche, nicht über Gerichtsverfahren. Ich will jetzt noch 3 weitere Fragen aus der Runde zulassen und Meldungen. Also ich werde versuchen, gegen die politische
politische, die programmatische Entwicklung der Piratenpartei Deutschland zu beschreiben. Was wir denken, wie wir uns entwickeln wollen, wie der Stand der Überlegung ist, damit sie immer viel schreiben können und weiterhin positiv bestimmt sind. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns die nächste Frage. Ich selber habe zum Beispiel 6,5% geschrieben. Und dann die letzte Frage. Ich vorher gab es auch die Erklärung, Ich war in den Vorgängen ja nicht eingebunden und auch nicht in den Beschluss, den die Versammlungsleitung hier gefunden hat. Als jetzt Vorsitzender kann ich nur sagen, dass die Pressefreiheit ein hohes Gut ist und dass man natürlich sehr sorgfältig damit umgehen sollte, ob man Kritik äußert. Kritisch-konstruktive Berichterstattung ist notwendig und wir brauchen auch diesen korrigierenden Dialog mit Ihnen, den ich sehr gerne fördern. Schön gesagt. Ne? Dann danke ich mich allgemein erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Stürmer wird in den nächsten 24 Stunden definitiv noch für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Und bei der Kalkulation würde ich Sie bitten, auch einfach hinten an das Presseteam stellen. Hallo. Da war Rapport. Klammern zum Ende. Klammern zum Ende. Ach, Sir.